So, herzlich willkommen bei Kugident RC. Rlaro RLAARLO MX12. Naja, 12er oder 14er Scale. Je nachdem, wie man es nimmt. Irgendwo dazwischen auf jeden Fall. Jetzt in meiner Bash Farm. Ein kleiner Test, der erste, den habe ich leider nicht gefilmt, da hat die Kamera nicht funktioniert. Auf 2S. Einmal ein bisschen hier neue Felgen draufgepackt, etwas größere, breitere. Ja, Servo ist nur 3,5 Kilo, reicht aber völlig aus. Schauen wir mal. Vollspeed Wiese machen. Wie gesagt, das ist 2S. Vollcarbon Chassis. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Carbon Tower vorne, hinten. Es gibt komplett nochmal Tower dazu aus Metall. Diverse Kleinteile, Ackermann, Steering und sowas, alles aus Carbon. 5 mm Driveshaft, also deutlich dicker als bei dem WL Toys und bis jetzt, wie gesagt, noch nichts kaputt gegangen und wird demnächst noch mal im Skatepark getestet. Backflip macht er auch. Wie so ein kleiner Flitzer. Absolut empfehlenswert. Normalpreis 250, im Angebot 150. Wenn man sich damit abschießt, wird man nicht gleich umgebracht. Und einmal hier. 3S werden wir natürlich auch noch ausprobieren. So Leute, also Motor. Ja, ist ein 3200 kV. Der ist schon gut heiß. Wie gesagt, der Widerstand auf so einer Wiese ist natürlich deutlich höher. Wie jetzt auf der Straße oder auf dem Schotterplatz. Aber ansonsten macht er auf jeden Fall eine gute Performance. Hält auf jeden Fall einiges aus. Hat coole Dämpfer, Öldämpfer aus Alu. Wie gesagt, es gibt einen Haufen Kleinzeug dazu und die Ersatzteile kosten echt fast gar nichts. Auf der Seite bei denen kann man schauen, da gibt es eine Menge Tuning, neuen ESC noch und solche Sachen. Aber so wie er ist, Stock, braucht man nichts machen, außer Spaß haben. So, zweite Runde, zweiter Akku. Also die Gasannahme ist so ein bisschen Crawler. Crawler-mäßig. Yes. 80 Sachen, 3S, 100 Sachen. Oh! Ein schön Backflip. Akku raus. Ja, Akkufach ist nicht das Geilste, also das Fach selber ist okay, aber nur ein so ein Strip, also da werde ich nochmal so einen zweiten Strip machen und dann wird es auch klappen. Also, Rlaro MX12, auf jeden Fall eine Empfehlung für alle Bescher-Anfänger, Kids, aber auch für den Erwachsenen, der was Kleines für unterwegs braucht. Ich sag mal, derjenige, der vielleicht mit dem Auto viel unterwegs ist beruflich, der kann so einen kleinen nochmal im Kofferraum dabei haben. Und nochmal einen wunderschönen Backflip. Oh, das Ding ist geil.
runtergerechnet, für so einen kleinen sind das schon nicht kleine Sprünge, ne? Im Verhältnis zu den großen, klar, die kommen weiter. Aber der ist halt auch nur ein 1 zu 12er. Oder 1 zu 14. Der lenkt wunderbar. Lässt sich echt gut fangen in der Luft und steuern. Muss man wirklich sagen. Ne? Ah. Geil. So, machen wir nochmal einen Weitsprung. Wie ihr seht, er ist auch recht stabil. Also brushless, wasserdicht ist er. Ah, schade. Da merkt man das eigentlich, dass er so ein bisschen langsam anfährt. Alter, geil! Ich freue mich auf den Coralli, auf den neuen Azuka oder wie der heißt, weil Buggys fliegen einfach geil in der Luft. Ich denke mal, er ist zu warm. Ja, er hat sich abgeschaltet. Ja, der Motor ist schon gut warm. ESC ist kalt. Alles klar. Also Freunde, die neue Firma, die kommt, die hat so einige geile Sachen schon auf den Markt gebracht die letzten Monate und jetzt kommen noch ein paar Sachen und ja, WL-Toys Konkurrenz allemal und so einen kleinen Handtaschenbecher braucht man immer. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen bei CookieDentRC. Bis zum nächsten Mal in meiner Bash Farm. Ciao! Ach ja, keinerlei Schaden. Alles heile geblieben. Also von daher, den müssen wir jetzt ein bisschen sauber machen. Ne? Top Ding.